Hallo, willkommen zurück. The Evil Within, Folge 31 mittlerweile. Wir haben Klaus erledigt in der letzten Folge und spielen direkt hier weiter. Und ihr seht, ich habe ein wenig einen anderen Filter auf der Kamera drauf gemacht. Ja, so ein bisschen jetzt so, wie nennt man das, SEPA-Filter oder sowas irgendwie oder ich weiß es gar nicht. Bisschen besser, ich glaube ein bisschen angenehmer auch als dieses dämliche Schwarz-Weiß. Und dann schauen wir jetzt mal, wo wir jetzt hinkommen. Wow. Okay. Huch, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich habe gedacht, da steht jemand. Ich hasse das immer, wenn ich mich entscheiden muss, ob links oder rechts. Ich gehe erstmal links lang. Weil hier kann ich ja dann immer noch zurück. Weil bei Treppe ist immer schwierig. Einmal runterspringen und man kommt nicht wieder oder so. Ich nehme mal meine Lampe. Achso, ich wollte mal eben kurz gucken, was wir eigentlich noch an... Was haben wir denn bei Klaus noch an Munition überlassen, wie auch immer. Ja, stellen wir mal. Okay. Ich meine, so schlecht sieht es gar nicht aus. Zumindest was... was die Waffenlage angeht. Also wir haben immer noch... Und wir haben Spritzer, haben wir, glaube ich. Nicht mehr, ne? Nein. Aber wir sind eigentlich ganz gut. Also wir sind, glaube ich, dreimal gestorben. Wir sind soweit ganz human. Ich glaube, hier geht's weiter. Ah, da liegt noch... Da liegt Hagel. Gehirnglibber. Und wir haben jede Menge Gehirnglibber. Wir hätten so viel Gehirnglibber aufsammeln können bei denen. Jedes Mal, wenn wir den erledigen, haben wir 1000 Gehirnglibber gekriegt. Hagel gekriegt. Das freut mich voll. Und Waffenteile jede Menge, aber gut, die brauchte man auch, weil die Bolzen haben echt reingehauen. Und wie gut, dass wir investiert haben in unsere Sprintdauer. Denn das hat uns ganz weit nach vorne gebracht. Scheiße, ich kann mich nicht entscheiden. Weil ich habe Angst, dass ich da hinten was verpasse. Obwohl, hier geht's eh nicht weiter, oder? Hallo? Ne, hier geht's nicht weiter. Ja, nochmal 800. Das lohnt sich ja richtig, wenn wir dann zu unserer Friseuse wieder gehen. Okay. Wie sanft der aber auf die Treppe runterrennt, ne, so. So. Das hier war ein kleines Bad. Und dann machen wir eine schöne Haarshampoo-Werbung hier unter dem Wasserfall und dann passt das auch schon. Mir ist aufgefallen, in den letzten Folgen, muss ich ganz kurz erwähnen, in den letzten paar Folgen hatte ich ein paar Aufnahmeschwierigkeiten, was das Mikrofon angeht, weil ich habe ganz total vergessen, das Mikrofon der PlayStation, dieses Headset hier, was hier oben ein Mikrofon hat, hier, ja, das hatte zur Folge, dass es das auch noch aufgenommen hat, meine Stimme, deswegen bin ich da so ein bisschen im Stereo zu hören in den letzten Folgen, aber jetzt ist alles wieder schön, alles wieder tutti und mein Handy habe ich auch ein bisschen weiter weggelegt, weil das ist ja meine Uhr, mein Handy und ich glaube, ich werde es mal da hinlegen, weil dann gucke ich mich immer so dämlich so weg. Weil da habe ich ja meine Uhr drauf und ich muss ja auch ab und zu so ein bisschen wissen, wie spät ist es oder wie lange die Folge schon läuft. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter und schauen mal, was uns jetzt erwartet. Wir haben es mittlerweile bei mir 19 Uhr, falls einigen das interessiert, wann ich das aufnehme, wie viel Uhr. Es ist immer noch derselbe Tag, wo ich die letzten Folgen aufgenommen habe. Also die Folgen, wo ich gesagt habe, dass ich eine längere Aufnahmepause hatte. So, da ist nochmal ein bisschen Haargel. Ja, 500. Geil. Runter. In die tiefsten Tiefen. Wir haben auf jeden Fall den Wächter erledigt, wenn das der Wächter war. Bis. Kapitel 7. Überlebt. Ja, ich glaube, ich werde definitiv speichern, denn, ja. So, wir sind auf jeden Fall Kapitel 8 kommt jetzt. Kapitel 8. Gegner beginnen zu suchen, sobald sie ein lautes Geräusch hören. Hi, Ruvik. Ich bin hier.
Ich bin echt mal gespannt, wie das noch weitergeht, wie überall und inwiefern das. Oh. Kapitel 8, das Samenkorn. Wir sind eine Leiter runtergeklettert. Ja, natürlich. Genau, er ist von da runtergesprungen und hat sich nicht ein Bein gebrochen. Auf jeden Fall sind wir irgendwie noch weiter unten, als wie vorher schon. Und ich habe schon gesehen, meine Freunde sind da. Die Jammerlappen. Die Jammerlappen, die die ganze Zeit immer auf die Fresse fliegen. Das ist total geil. Sobald die irgendwo raufklettern müssen, fliegen die auf Fresse oder so. Oder fallen runter. Ich muss es einfach sagen, das sind einfach voll die Jammerlappen-Gegner. Das ist einfach so. Man hat es in der, ich glaube, in der vorletzten Folge. Folge 28, 29 war es, glaube ich, gewesen. Hallo, siehst du mich? Ja, er sieht mich. Komm mal mit. Wir sind nicht die schnellsten. Oh. Okay, er kann doch rennen. Aber nicht so schnell wie die normalen Gegner. Ich glaube, das war's. Ja, hat man natürlich die anderen auch noch aufgeschreckt, aber egal. Vielleicht können wir die anderen jetzt hier hinlocken. Mit so ein bisschen so einer Feuertaktik. Ich werde mal eben hier den. Okay, da ist nichts drin. Na komm mal mit, Jungs. Komm mit. Komm mit. Ich will euch nur anzünden. Und dann können wir nämlich den hier die anzünden. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich das vorhabe. Nein, scheiße. Fuck. Das hat nicht geklappt. Ganz souverän. Oh, der lebt noch. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, der lebt noch. Hallo? Ich würde gerne das Haargel mitnehmen. Dankeschön. 100, das ist aber wenig. Oh, und wir haben, jawohl. Wir haben Scharfschützenmunition wieder bekommen. Ich werde es mal eben auf die linke Taste legen. Weil dann. Vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr, weil dann können wir wieder. Wir müssen unbedingt mal wieder in die Underwelt. Zu unserer Friseuse. Dass wir mal wieder ein bisschen. Aufbessern. So. Hier ist ja nichts drin. Was ist das denn? Gibt es hier noch vielleicht einen anderen Weg, den ich übersehen habe? Da ist ja noch was, oder? Oh, hä? Nee, hä? Ich hab schon Hallos. Ich hab schon voll die Hallos. Ich will ungern jetzt meine Munition an dem Ochsen verbraten, weil. An dem Otto. Ich versuche das nochmal, den Trick mit der Flamme hier, mit den Anzünden. Oh, du Sau! Wow! Alter, was ist das denn? Wow! Geh weg! Lalalala, hehehe! Oh, nee! Brenn, ihr Säue! Brenn, du Sau! Wieso sag ich denn brenn, du Sau? Stirb! Sollst ja anzünden. So, wo ist der andere hin? Das ist mir jetzt neu, dass aus dem
Das erinnert mich voll an Resi. An Resi 4, glaube ich, war es gewesen, ne, oder? Hallo? An Resi 4, wo. Wo doch diese Typen da, wenn man den Kopf abgeschossen hat, noch diese Ranken rauskamen. Boah, voll ekelig. Ich wusste gar nicht, dass die sowas auch können. Aber es sind voll die Jammerlappen. Hm, Reflex, genau. Voll die Jammerlappen. Aber Basti macht das schon. Definitiv. Oh. Na, was sehen meine Äuglein denn da? Was sehen meine Äuglein denn da? Jawohl. Schon lange keinen mehr gefunden. Wollte ich gerade mal sagen. Wir haben wieder einen Schalüssel. Ich frage mich gerade, was das war. Boah, bitte keine Spinnenviecher. Ich glaube, dann schmeiße ich sofort das Gamepad weg. Natürlich. Natürlich. Warum auch nicht? Ich meine, ja, natürlich. Wollt ihr mich verarschen? Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist das denn für eine Festung, die so gesichert ist? Hehe. Lauf, lauf. Sprinten. Ich sag ja, gut, dass wir Sprinten aufgebessert haben. Hier war ja sonst nichts, ne? Nicht, dass ich hier irgendwas liegen lasse. Mal vorsichtshalber nochmal gucken. Das war ja nur... Okay. Schauen wir mal. Puh. Okay, am Kontrollpunkt. Wunderbar. Sag ja, diese, das habe ich glaube ich in Folge 10, Folge 9, auf jeden Fall irgendwo in Anfangsfolgen gesagt. Diese Tücher, die sehen sehr vertrauenswürdig aus. Also, das sieht aus, als würde da der Slenderman drunter stehen. Was haben wir denn hier? Können wir da was lesen? Okay, man kann es nicht lesen, schade eigentlich. Das sieht so gemein aus, von denen so riesig, ey. Irgendwann, ich sehe es schon bildlich vor mir. Irgendwann reißt so einer dieses Tuch ab und dann steht da einer. Aber jetzt hören wir erstmal das Tonband. Abnormale Gehirnwellenmuster bei den Probanden 25 und 33 und nun auch wieder bei 55 beobachtet. Allgemein ist ein Befund von dissoziativer Identitätsstörung. Vorangegangene Versuche am präfrontalen Kortex führten zu verringerter Selbstwahrnehmung. Jedoch mit neuartigem Ergebnis. Suizidale Gedanken der wechselnden Persönlichkeiten wirken sich als Angriff auf die Kernpersönlichkeit aus. Mit schwindender, bewusster Wahrnehmung wurde eine Art statischer Zustand erreicht. Zwei Menschen wie aneinander genäht und dazu verbannt, miteinander zu leben. Auf ewig in gegenseitigem Hass. Köstlich. Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Da sind zwei, die aneinander genäht worden sind. Zwei, die das gleiche Leben führen. Eklige Vorstellung, wenn das wirklich einer getan hat. Also, nun gut, da haben wir auf jeden Fall ein Tor, wo wir weiterkommen. Ich werde mal kurz hier schauen, ob hier was gibt.
Oh, Shotgun-Shells, oder? Ah, nee, noch nicht. Pistolenmunition. Was? Los. Ist doch. Was sind die denn für hässliche. Was sind die für hässliche Viecher? Ja, Bäm! Bäm! Was sind das denn für. Proband 22! So. Da ist doch noch einer, oder? Da schwimmt noch einer. Irgendwo in der Textur da unten. In dem einen Pixel. Boah, sind die hässlich. Boah, so klein. Ich würde da gerne noch mal hin, weil vielleicht ist ja da noch was, aber ich glaube. Das sind wohl so die Vorboten von den größeren. Ich probiere nochmal hier aus, nochmal aufzumachen. Schnell weg hier, schnell weg. Nein! Nein, bitte nicht! Nein! Keine schwimmenden Waschlappen, bitte. Nein. Jetzt das neue Shampoo. Bastian Care. Kaufen Sie es jetzt. Bei DM. Oder egal wo. Oh nein, die schwimmen da schon, ich sehe sie. Fuck, wie kommen wir denn da hin? Da ist eine Statuette! Ich werd bekloppt. Jawohl! Geil! Jetzt haben wir zwei Schlüssel, wie cool! Müssen wir hier vielleicht irgendwas drücken? Nee. Hä? Das verstehe ich aber nicht. Wieso kommen wir denn hier nicht weiter? Moment. Ich schau nochmal eben. Warte mal kurz. Hier vielleicht? Sieht mir so. Ah! Ich hab's gewusst, ey. Diese schwimmenden Scheiß-Kackviecher. Ach, hier ist aber nur ein Dings. Wir kriegen so. Ich wollte noch dieses Brett zertrümmern, aber. Ja, das will er nicht. Wir kriegen so verdächtig viel Haargel auch gerade, fällt mir auf. Nicht, dass wir doch schon aufs Ende zugehen. Aber, ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause und spielen in der nächsten Folge weiter und dann schauen wir mal, wie wir hier durchkommen, durch dieses Tor. Und, dann glaube ich, werden wir... Was ist denn da hinten? Also, ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Tschüss.